Was geht ab, meine Freunde? Janni hier und ich heiße euch recht herzlich willkommen zur ersten Episode von Skilling to the Top. Mir ist leider noch kein anderer Name für die Serie eingefallen, aber falls euch ein guter Name einfällt, könnt ihr mir gerne eure Vorschläge unten in die Kommentare schreiben. Im Hintergrund seht ihr, wie wir uns einen neuen Verein erstellen, nur für diese Serie. Und ja, unser Vereinsname ist Janni FC, weil ich Janni heiße. Tolle Begründung, aber naja, scheiß drauf, ne? Scheiß drauf, mal ist neunmal im Jahr. So, nachdem wir jetzt alle Manager-Aufgaben abgeschlossen haben, haben wir auch schon unseren ersten 5-Sterne-Trickser freigeschaltet und auch ein Goldpack. Aber bevor wir gucken, wen wir als ersten 5-Sterne-Trickser haben, öffnen wir mal schnell das Goldpack. Und dort ziehen wir nichts Besonderes wie immer. Jetzt erkläre ich euch mal das Ziel der Serie. In der Serie wird es darum gehen, dass wir jeden 5-Sterne-Trickser, den es in FIFA 14 Ultimate Team gibt, einmal auszuprobieren und ein Team um ihn zu bauen, um ein paar Spiele mit ihm zu machen. Und wir fangen natürlich mit den niedrigsten Spielern an, das sind die Bronze-Spieler. Wie ihr sehen könnt, gibt es da nur einen Spieler und den werden die meisten vielleicht von euch kennen. Wenn wir die Bronze-Spieler abgearbeitet haben, gehen wir über zu den Silberspielern. Dort gibt es 17 Stück. Wenn wir diese abgearbeitet haben, gehen wir über zu den Goldspielern, dort gibt es 19 Stück. Und wenn wir fertig sind mit den Goldspielern, gehen wir über zu einer Legende. Es gibt zwar noch eine zweite 5-Sterne-Legende, aber die kann sich, glaube ich, keiner leisten. Und jetzt gucken wir mal, wer unser erster 5-Sterne-Skiller ist. Und es ist Yannis Siku aus Romania. Er hat zwar nur 48 Pace, aber ich hoffe, seinen 64 Schießen, 68 Passen und 76 Dribbling werden das Ganze ein bisschen ausgleichen. Und wir bauen jetzt eine Mannschaft um unseren neuen Topstar Siku. Und zwar ist es ein Hybrid aus Bundesliga und der K-League, in der Siku spielt. K-League, Korea League. Und wir spielen in der 4-2-3-1-Formation mit 3 ZOM, 2 ZDM und einem Stürmer. Und im Tor haben wir Ralf Fährmann. Ein sehr starker Torwart, für mich der beste Silbertorhüter aus der Bundesliga, der auch in echt zur Zeit richtig gut in Form ist. Auch letztens im Spiel gegen Dortmund gesehen hat. Der erste Innenverteidiger ist Jan Kirchhoff von Schalke 04, der eigentlich beim FC Bayern München unter Vertrag ist, aber an Schalke ausgeliehen. Ein sehr solider Innenverteidiger mit guten Pace und Verteidigungswerten und 1,95 groß. Der zweite Innenverteidiger ist Ho von FC Augsburg, ein richtiges Biest mit 80 Tempo, 71 Defensive und 80 Kopfball, gering hohe Arbeitsraten, richtig guter Mann. Und als Rechtsverteidiger haben wir einen anderen Koreaner, sein Name ist Ri. Ja, über den kann ich eigentlich nicht viel sagen, außer dass er gutes Tempo hat und ganz in Ordnung die Verteidigungswerte. Und unser Linksverteidiger ist der Mann vom VfB Stuttgart, Konstantin Rausch, mit 81 Tempo und 71 Defensive, ganz guter Mann. Und als ersten ZDM haben wir Arthur Burka, auch vom VfB Stuttgart, mit sehr soliden Verteidigungswerten. Und wir gehen weiter zum zweiten ZDM und das ist ein Koreaner mit sehr soliden Allround-Stats. Und unser erster ZOM ist Leandro aus der K-League, ein Brasilianer mit 82 Tempo, guten Schießen, guten Dribbling und auch 4 Sterne Skills und 4-Star Weakfoot. Richtig guter Mann eigentlich. Mal gucken, wie der sich so spielt. Und als linken ZOM haben wir Alexandru Maxim vom VfB Stuttgart, der natürlich den Nationlink mit Siku bekommt. Er hat auch 4 Sterne Tricks und 4-Star Weakfoot. Und unser rechter ZOM ist ein alter Bekannter aus FIFA 11, denke ich. Da hatte er noch 5-Sterne-Tricks, Leandrinho. Und dieses Jahr hat er nur noch 4-Sterne-Tricks. Aber trotzdem noch guter Mann mit 81 Tempo und 72 Dribbling. Und ganz vorne im Sturm natürlich unseren ersten 5-Sterne-Trickser, Siku. Ja, zu dem brauche ich nicht mehr viel sagen, habe ich ja schon vorhin mal was gesagt. Und wir gucken jetzt mal, was wir als Challenge haben, um den neuen nächsten 5-Sterne-Trickser freizuschalten. Und der nächste 5-Sterne-Trickser, den wir freischalten werden, ist Martin Mutumba aus Uganda.
Und die Aufgabe steht darin, gewinne den Silver Classic Cup, um diesen Spieler freizuschalten. Und deshalb gehen wir jetzt direkt ins erste Spiel vom Silver Classic Club ins Achtelfinale. Aber vorher ändern wir noch schnell die Trikotnummern, damit das Ganze auch authentischer ist. Maxim natürlich mit der 44, die er auch in echt beim VfB Stuttgart hat. Und da haben wir auch schon seinen ersten Gegner gefunden. Und er hat ein brasilianisches Silberteam. Vorne mit Mike und Leiter, dem 5-Sterne-Trickser, und Danielino, den ehemaligen 5-Sterne-Trickser. Auf jeden Fall ein starkes Team und mal schauen, wie wir uns so schlagen werden. Und wir gehen direkt in die 7. Minute mit Leandrinho, mit der Schussantäuschung, mit dem Hacke zu Hacke und dem Schuss an die Querlatte. Und das Maxim mit dem Nachschuss, aber den kann auch der Torwart parieren. Und dann kommen wir mit Sico am Ball. Sico mit der Schussantäuschung, mit dem Hacke zu Hacke, mit dem Rainbow, aber leider wird er gestoppt. Weiter geht's. In der 23. Minute holt sich Maxim den Ball, macht den Hacke zu Hacke am Gegner vorbei, ein Roulette, läuft weiter, dann die Ballrolle, dann der Hacke zu Hacke und dann haut er den Ball mit links ins Netz. Schöner kleiner Skillrun von Alexandru Maxim. Und weiter geht's mit Leonardo, der schnappt sich einfach mal den Ball, macht den Foot-to-Foot, die Körperfinte, Ballrolle zu Dragback, nochmal den Heel to Heel und schießt den Tor dann und dann schießt er im Nachschuss doch den Ball ins Tor. Ein bisschen glücklich von mir, aber Tor ist Tor. Aber auch verdient, denn wie man in Halbzeitstats sehen kann, wir dominieren unseren Gegner eindeutig. Und wir gehen direkt in die zweite Hälfte rein. Da ist Leandrinho mit der Ballrolle, mit dem Foot to Foot, mit der Roulette, aber er verliert den Ball leider. Da kommt Jan Kirchhoff, er kämpft sich den Ball mit der Ballrolle, mit der Schussfinte und er schießt einfach mal, aber total ungefährlich. Knapp eine Minute später ist Kim Nam-il am Ball, passt den Ball zu Leandrinho. Leandrinho, was macht er? Der macht den Advanced Rainbow. Da kommt Maxim am Ball, der schießt einfach mal und der Ball ist drin zum 3:0. Schönes Tor von Alexandru Maxim und die Vorarbeit natürlich auch von Leandrinho. Und in der 84. Minute kommt nochmal unser Gegner mit dem Laufpass auf Wellington Silva. Wellington Silva läuft am gegnerischen Keeper vorbei und er schießt den Ball am Tor vorbei. Echt Glück gehabt. Und somit endet auch das erste Spiel mit einem soliden 3:0 im Achtelfinale und wir ziehen ins Viertelfinale ein. Das war's auf jeden Fall von der ersten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf meiner Facebook-Seite vorbeischaut. Der Link ist in der Beschreibung. Ich bin raus, haut rein und ciao.